MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV, hab gerade eine Pizza gegessen und weiter geht's mit Camping Manager 2012. Hoppala. Wenn man zu schnell reden möchte, dann passiert das. Ja, genau hier sind wir stehen geblieben. Und, Moment, wo ist mein Handy? Da haben wir's. Tüdüm. Ja, war am Rechner am Laden. YouTube-App. So. Zurück. Zurück. Mein Kanal. Uploads. Hey, da lacht einer. Part 2. Warten, bis Werbung kommt. Pausieren. Runterscrollen zu den Kommentaren, auf mehr drücken. So, dann schauen wir doch mal nach. Bei dem Spiel sind kürzere Parts vorteilhaft. Ganz genau, deshalb machen wir auch kürzere. Soweit bin ich schon mal. Am besten hinter den Zelten, fast direkt am Meer. Was? Was? Ah, okay. Hi Herbert, könntest du die Lücken zwischen dem Wohnwagen und dem Park einen kleinen Spielplatz bauen? Ich kann noch die Eintrittspreise erhöhen. Oh, kann ich? Wo geht das denn? Kann ich doch gar nicht. Es gibt doch keine Eintrittspreise. Gibt nur Preis pro Nacht. Naja, egal. Ein paar kleine Häuser am Strand sind nicht schlecht. Okay, können wir beim nächsten Part dann machen, weil wir haben nur noch 4 Monate Zeit. Wir müssen langsam das Geld zusammenbekommen. Okay. Okay. Spielplatz. Ihr wollt alle einen Spielplatz. Cool. Auf jeden Fall werden wir den Spielplatz bauen. So, Moment. So. So. Ja. Also, Spielplatz wird hier platziert werden. Ich guck gerade mal nach. Wo war das? Sand ist umsonst. Ja, dann. Machen wir doch mal hier. So ein bisschen Sand hin. Am liebsten müsste es jetzt Tag sein, dann wäre das Ganze einfacher. So. Ja, ich muss aufpassen mit dem... Ich dachte, Sand kostet nichts. Achso, ja, das ist nächster Tag. Hab vergessen. Ich Dümmerchen. Ist wohl sehr lückenhafter Sand hier. Muss mal ausgebessert werden. Hat ein Amateur verlegt, hätte ich fast gesagt, aber Sand wird ja nicht wirklich verlegt. Jetzt Sand, auch in Rollen. Für zu Hause und im Garten. Einfach ausrollen, Sand. Das wäre nice, das wäre richtig cool. So, ich glaube, wir haben jetzt jede Lücke abgedeckt und das sieht ganz nett aus da hinten in der Ecke. Muss man ja mal sagen. Wie sieht's eigentlich hier aus? Wir haben 106 Euro Gewinn gemacht. Das hört man doch gerne. Jetzt mal gerade nachschauen. Wir haben nur noch 3 Monate Zeit, das Ziel zu erreichen. Das ist echt wenig Zeit. Deshalb werde ich jetzt sagen, wir bauen erstmal nichts mehr. Sondern kümmern uns darum, dass Geld reinkommt, was wesentlich wichtiger ist. Ich habe mal die Preise für ein Wohnzelt 28 gemacht. Wohnzelt, Wohnwagen. Ich muss gucken, dass ich zumindest das Darlehen schon mal zurückzahlen kann. Das fehlt ja auch noch. So. Hab's zurückbezahlt. Das heißt, jetzt müssen wir 5000 Euro scheffeln. Da fuck. Ist doch scheiße. Was wird denn hier gesagt? Ist relativ unzufrieden wegen dem Preis, weil er etwas höher ist. Getränke sind okay. Karten auch. K
Kaffee nicht so, dann machen wir wieder 2,50 den Kaffee, damit er auch gekauft wird. Dann verkaufe ich lieber Kaffee für 2,50 als irgendwas anderes. Und ich werde einen Gärtner nicht entlassen, sondern... Was bist du? Nein, Reinigungskräfte. Wir haben genug Leute hier, das ist das. Die Reinigungskräfte und alles, die Leute brauchen wir auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drüber hinweg. Ich hoffe aber auch, dass die Tage... Moment, erstmal Soundqualität-Check. Weil im letzten Train-Part ist mir aufgefallen, dass ich viel zu leise war. Dann habe ich wieder eine Skype-Telefonie gehabt und habe danach nicht nochmal nachgeschaut, ob alles okay ist. Wie sieht's hier aus? Alles im grünen Bereich? Ja, wunderbar. Was sagen die Leute denn, wenn sie reinkommen so? Gehen wir mal ein Stück näher ran hier. Es sieht schön hier aus. Zeltplätze sind hier sehr günstig. Das freut mich doch. Ein Elfer pro Nacht findet ihr günstig? Na, ist ja euer Ding. Ich glaube, Zeltplätze müssten jetzt alle wieder belegt sein. Nein. Drei sind noch frei. Drei freie Zeltplätze. Hä? Eins. Ah, hier vorne. Jetzt nur noch zwei. 1-0. Also, die werden jetzt alle einziehen, dass das schon mal geklärt ist. So, wie sieht's hier aus? Dieser Wagen ist unbeliebt. Noch kein Wasser geholt, okay. Ja, das ist eigentlich... Letzte Reinigung vor 25 Stunden. Vor 120 Stunden. Hm. Ist nicht so sauber mehr. Vor 120 Stunden ist... Wow, ein paar Tage her, würde ich mal sagen. Alle sind glücklich. Das ist das Wichtige. Wenn die Leute glücklich sind, kriegen wir auch mehr Geld. So ist meine Rechnung. Können wir sparen? Nein. Und dann Zinsen bekommen dafür oder so. Aber wir machen Gewinn, das ist gut. Gewinn ist immer gut. Ja, also wie gesagt, wir werden dann hier... Wenn es noch funktioniert, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Geld ausgeben werden, weil wir einfach sparen müssen. Wenn wir jetzt nicht mehr sparen, Weg 0,1 Cent, ja. Die müssen beliebter werden, die Dinger. Immerhin, sie mögen jetzt schon mal den Wohnwagen. Das ist schon mal wichtig. So, für den Garten hinten noch einen Blumentopf. Und? Ihr mögt den jetzt auch, oder? Ja, wunderbar. Mögen ist schon mal mehr als, So, wieder da. Mögen ist schon mal mehr als nicht mögen. Oder unbeliebt. Weil, wenn einer zu dir ja sagt, hey, ich mag dich, ist schon mal... Hört sich schon mal netter an als, hey, du bist unbeliebt. So, dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, also ich werde jetzt die Tage eine Umfrage starten, ob wir auch Rollercoaster Tycoon 3 Let's Playen sollen. Ich habe mal in meiner Kiste nachgesucht. Ich habe tatsächlich diese Deluxe-Version gefunden. Und da ist ja Soap oder wie das heißt dabei. Soak it. Und Wild, also Wildtiere und so ein Blödsinn mit Safari-Touren und so. Vielleicht können wir da auch irgendwas machen. Es wird dann auch so ein interaktives Let's Play, genau wie der Camping-Simulator. Wobei der Camping-Simulator natürlich auch ein Ende hat, wenn die Kampagne vorbei ist. Oh, und es kommt Regen, aber da ja, nein, es kommt Gewitter. Jetzt, nein. Hä? Regen, Sonne, Gewitter. Oder Gewitter, Sonne, Regen. Ich verstehe das Wetter noch nicht. In welcher Reihenfolge das jetzt prinzipiell aufgebaut ist. Aber wir haben bald schon wieder 500 Euro eingenommen. Das ist schon mal gut. Ich weiß noch nicht. Bin gerade was am Überlegen.
Lasst mich kurz nachdenken. Wenn wir... Nein, das geht nicht. Nee. Vergessen's. Das kostet wieder Geld, was ich vorhatte. Ich wollte eigentlich den Park jetzt aufbauen, aber das wäre kompletter Blödsinn, wenn ich jetzt den Park... Hier, ist doch ein Wasserhahn. Hammer. Aber wir haben nur einen. Ah, eigentlich müsste ich ja noch für die ganzen Leute ein Geschirrbecken irgendwo hinpacken. Au. Das tat weh im Portemonnaie. Jetzt geht's Gewitter los. Da flüchten sie alle Male in die Zelte. Die Lichter gehen rechtzeitig an. Wunderbar. So muss das sein. Hopsa, er lächelt auf der Toilette. Lol. Warum muss er... Wo sich nicht verstehen. Da links ist doch noch eine frei. Manche haben es jetzt nicht rechtzeitig geschafft ins Zelt. Finde ich auch ganz interessant. Da laufen sie alle Male. Also so ein Zelt, auf dem Campingplatz würde ich persönlich auch gehen, definitiv. Mal kurz was trinken. Ja, wichtig ist, dass wir Kohle kriegen. Wir kriegen schon ordentlich Kohle. Gesamteinnahmen sind 1600, 1700. So, und im Schnitt, also 1668 Euro haben wir jetzt eingenommen. Wir haben aber auch Ausgaben von 1221. Betriebskosten und die Personallöhne. Ich könnte das Personal ein Stück runterschrauben. Mal auf 95 Euro. Dann sind schon mal 20 Euro gespart. 20 Euro haben wir somit gespart. Ich hoffe, dass die Personalkräfte dann auch weiterhin happy sind. Trotz der Lohnsenkung. Vielleicht kriegen sie es auch gar nicht mit. Die 5 Euro fallen auf dem Konto gar nicht auf. Wobei ich schon heftig finde für einen Monat. 100 Euro nur mal hier kurz Mülleimer leeren. Nein, eigentlich müssten die ja mehr bekommen. Monatlang Mülleimer leeren ist Arbeit. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hab's Wetter verstanden, von rechts nach links. Jetzt ist es nämlich gleich wieder nass. Wahrscheinlich. Aber die Leute chillen noch. 2 Uhr morgens chillen die Leute, Hammer. Die ersten verlassen ihre Zelte. Die Wohnwagen sind mittlerweile gemocht. Ich hoffe, den Rülps hat man gerade nicht gehört. Ja, minus 453 Euro haben wir. Wir müssen natürlich jetzt erstmal den Gewinn wieder reinkriegen. Das Übliche. Oh, das wird... Oh, das wird nicht einfach, Leute. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube, wir haben ein wenig übertrieben. Habe ich so ein Gefühl. Der denn schon wieder? Sehen die den Wasserhahn hier nicht hängen oder so? Meiner Meinung nach sehe ich den hier. Ich platziere jetzt nicht noch einen.
Also hier sind definitiv genug Wasserhähne in diesem ganzen Ding hier gebaut worden. Dass das locker für alle ausreicht. Zelten muss ich auch nochmal gehen. War mal früher ganz lustig. So chillig am Rhein oder so. Wo kommen die eigentlich her? Aus dem Nichts erschienen Personen. Und verschwanden sie auch wieder. Ganz schön creepy eigentlich. Dass die Leute keine Angst haben, wieder ins Nichts zurückzugehen. Dafür kommen die... Ah, dafür kommen die Camping machen. Das Nichts wird zu langweilig und dafür... Ah, ja. So, das erklärt's vollkommen. Das erklärt's vollkommen. Hammer, ich hab's rausgekriegt. Naja, Leute, ihr könnt jetzt sagen, wie ihr die Fläche findet für einen kleinen Spielplatz. Ich hoffe, ich habe soweit alles gelesen. Einige wollten auch noch hier ein paar Häuschen haben. Da haben wir keine Knete momentan für. Wir müssen jetzt sparen, dass wir in 2 Monaten unser Ziel erreichen. Eigentlich nicht schaffbar. Aber naja, was soll man machen, ne? Gut, mein Name ist Herbert von GamerTV. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen runter. Wenn nicht, einen Daumen runter. Moment. Wenn es euch gefallen hat, macht natürlich bitte keinen Daumen runter, sondern einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Part. Euer Herbert. Tschüss, Leute.